Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Infinite World. Ich bin's, der Black. Ja, und ich bin heute da, um da zu sein. Nee, ich bin heute da, um mal was anderes zu machen, denn ich habe, wo da unten, ja, ist wahrscheinlich die Spinne entkommen. Ich habe ja in der letzten Folge da hinten schön die Ebene nach oben gebaut, aber das reicht natürlich nicht. Wir wollen ja noch viel Besseres und Schöneres und überhaupt machen. Deswegen gehen wir mal kurz nach oben. Schlurf. Okay, wundern uns, dass Nacht ist, gehen wieder runter, ach ne, geht nicht, weil unten eh nichts ist, macht aber nichts. Wir machen es so, dass wir einfach hier hingehen, erstmal den Koppel raushauen hier, den brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Das hier auch erstmal wieder raus, das raus, die Turtle und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen. Denn als erstes mal, warte mal, wie heißt das Ding, Fütterer? Ich habe nämlich vorne eine kleine Kuhfarm zu basteln. Oder Futter, wahrscheinlich eher Futter. Ja, wir nehmen die Futterstation von Railcraft, weil die relativ einfach ist. Für Kulibri Futterhäuchen, Schubkarre voll Futter, voll Deco-Craft. Okay, Studentenfutter, Pimps Harvest-Craft. Okay, gibt also viele Sachen. Wir nehmen aber die hier, weil die relativ einfach ist. Er ist mal off, der Mariandos. Okay, Biber. So, Mariandos ist off, Schuster ist noch da. Ich werde aber auch nicht mehr so lange machen, wie gesagt, Futterstation. Futterstation. Okay, Walzmaschine. Das war's mit relativ einfach. Ich weiß noch nicht, wie die anderen Dinger heißen. Station gibt ja noch einige andere, aber ich glaube, die anderen brauchten Energie. Ich bin mir nicht sicher. Ackerbaustation. Ja, die sowieso. Lötstation. Futterstation Railcraft. Handelsstation. War das ein Feeder? Ein Breeder? Feeder. Ne, der war nicht. Brüter oder wie heißt denn das? Add Open Blocks. Blocks? Ne? Open Blocks. So, okay, jetzt haben wir sie alle. Warum sind die Turtles hier drin? Weiß ich nicht. Egal. Okay, wird schon seinen Grund haben. So, Open Blocks, Bärenfalle etc. Bärenfalle will ich nicht. Die Trophäen, ja, habe ich auch noch keine. Schade. Wird aber sicher noch. Blockplatzierer, Itemspender, Blockbrecher, Farbmixer, nein. Farbeimer, Autozaubertisch, ja, tolle Sache. Höhenkartenprojekt. Ach ja, das war ja das Ding, ich erinnere mich. Ich habe es noch nie gebaut, aber ich kenn's. Himmelsblöcke, auch eine tolle Sache. Reisegepäck, Schallbrille, Bleistiftbrille. Also es gibt coole Sachen hier, muss man sagen. Aber nichts, was mich jetzt großartig, sagen wir mal, anhaut. Es ist eh der falsche Mod. Oh, extra utilities. Add extra utilities. So war es richtig. Weil da müsste das nicht das, was ich brauche, drin sein. Da, aha. Da. Nicht? Kenne ich mich mit meinen Mods nicht mehr aus? Was ist denn hier los? Alpha bipscht. Was ist das hier? Labiler Barrenblock. Ach so. Naja, gut, okay. Und hier sind die Motoren, da ist auf jeden Fall Trommeln, zwei Stück könnten wir dann bei Gelegenheit mal basteln. Ich brauche aber eher was anderes. Ich weiß noch nicht mehr was. Was hier eigentlich? Glove. Freeze Protection. Oh, Handschuhe. Toll. Aha. Ja, ist nicht das, was ich suche. Dann gucken wir mal. Auto Spawner, welcher Mob das war. Auto Spawner, denn da sind sie ja, automatischer Zaubertisch. Mein Factory, oh Mann, schlimm mit mir. Add meine Factory reloaded, weil da sind ja auch ein paar schöne Sachen drin. Maschinenblock, Gehäuse für Rednet Controller, Pflanzer, Fischer, Züchter. Züchter wird es gewesen sein. Energieverbrauch, aber hier, ja, hat halt Energieverbrauch, ne? Ich kann ja trotzdem mal einen bauen. Ich meine, wir haben es doch. Wir haben genug Dingens. Was? Wettersammler. Aha. Energieverbrauch 10. Itemsammler, Tierarzt. Düngemaschine. Nee. Rancher. Nee. Ernter. Nee. Mahlwerk. Nee. Automatischer Zaubertisch. Nein. Auswerfer. Itemrouter. Ich suche noch was anderes. Fleischverpacker. Den suche ich nicht. Flüssigkeitswerkbank. Lavafabrik. Dampfkessel. Aha. Vorladegerät. Laserbohrer. Zauberer, wobei Laserbohrer können wir ja mal Laserbohrer Vorratgerät, da brauche ich die Schleimkristalle. Okay, genau deswegen mache ich das nämlich. Mobzähler will ich auch nicht. Wie hieß denn das Ding? Vergessen. Schlimm mit mir, ich weiß. Aufstand, Fruchtsammler.
Blockplatzierer, automatische Amboss, Vorladegerät, Laserbohrer, Zauberungsrouter, Schlachterei, automatischer Endzauberer. Also erst einmal eine Schlachterei brauchen wir, denke ich schon. Denn die brauchen wir. Und so. Tiefenspeicher, Flüssigkeit. Tiefenspeicher hier, Tiefenspeicher sind immer noch so teuer. Naja, schade. Okay. Flüssigkeitswerkbank, Lavafabrik. Dampfkessel, ich suche immer noch das einige Dings hier. Wie hieß denn das? Ja. Also zuerst einmal der Züchter ist, denke ich, das hier. Wachstumsanzeige, genau das suche ich. So, da brauchen wir violette Honigtropfen und Plastikfolie und überhaupt. Gucken wir mal. So. Also wir brauchen natürlich erst einmal Wachstumsanzeige. So. Wir brauchen natürlich erstmal einen Maschinenrahmen, wo wir natürlich erstmal sowas brauchen hier. So, so. Ist er denn wieder hin? Malwerk, Ernter, Ranger, Düngemaschine, Intern, blablabla, Schlackekessel, Kloake, Kompost, schlimm. Ich muss sie weg. Ich gebe jetzt so ein. Wachstumsanzeige. So, Wachstumsanzeige. Dankeschön. Da ist er. So, bin dann auch mal weg. Ich kann jetzt gerade. Okay, komm mal. Lang mache ich auch nicht mehr. So. Wachstumsanzeige. So. Soweit, so gut. Uns fehlt immer noch der hier. So, den haben wir damit. Dann das hier. Nee. Okay. Einmal so. Manu. Ja, verarsch mich doch nicht. So, so. So. So, so. So, violett brauchen wir noch. Irgendwas Violettes haben wir gerade nicht da. Deswegen gehe ich mal ganz kurz auf die Suche nach Violett. Ne? Weil wegen ist so. Da jetzt so viele unten vom Server sind, kann ich ja mal schnell pennen gehen. Wipp. Schlaf gut, lieber Black. Steh wieder auf, lieber Black. Dankeschön. Und wieder zurück. Rup, rup. Auf und davon. So, jetzt gucken wir mal, wo wir irgendwo Dinge finden. Hier habe ich wieder ein bisschen was angepflanzt. Übrigens an Tigerholz für die nächste Runde an Ebene. Ne? Star. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Hat das Pferd gerade gebrannt? Sah das gerade so aus? Das sind braune Blümchen, ne? Braun. Okay. Interessant ist, dass ich halt keine violetten Blumen habe. Trotz, dass ich ja schon sehr oft gestartet habe. Aber naja, gut, okay. Was ist das? Ist. So. Hier hat schon jemand versucht zu löschen, wie es aussieht. Hat aber noch nicht ganz funktioniert. Wo hat er denn das Wasser gesetzt? Wer weiß. Weißt du was? Ich mach mal hier kurz. So. Mach hier mal eine Ölquelle quasi hin. Hau das Wasser mal hier rein. Oder das Öl erst einmal. Vielleicht kriegen wir es ja gelöscht irgendwie. So. Okay. War Nummer 1. Nummer 2. Schön, wie sich hier verbreitet. Dann baue ich den Turm mal ein bisschen ab. Das hilft ja vielleicht schon mal was. So, 3 haben wir drin. Boom. 4 haben wir drin. Hätte mir einen Eimer mehr mitnehmen sollen, aber wie gesagt, wer rechnet damit? 5 haben wir drin. Nummer 6. Es geht langsam voran, ne? Wir nehmen den Ölturm hier langsam ab. Weil ich sag's mal so, brauche ich jetzt hier nicht. Sollte jemand das Öl brauchen, kann das ja, sich holen. Steht ja hier. Aber im Moment, ja, einen noch. Ja. Wie gesagt, steht ja hier drin das Öl. Habe ich mich verklickt. Fehlt da tatsächlich noch einer mehr? Hopp. Mal gucken. Hopp. Jetzt aber. Okay. Reicht mir natürlich noch nicht. Deswegen machen wir immer noch so ein Ding hier. So. 1, 2. Damit endlich mal das Feuer hier aufhört. Muss ja nicht sein, dass es hier alles abkuckelt. Oh. Lex.
Es leckt, meine Freunde. Es leckt, aber ganz schön. So. So. Okay. Einfach mal, dass die ganze Geschichte hier gelöscht ist. Wir fangen wieder von hinten an. So, zwei. Jetzt, okay. Drei. Ich bin ja bei der Feuerwehr und da muss ich sowas mal machen. Weil irgendwo, ja, sieht zwar cool aus, ist eine schöne Sehenswürdigkeit hier, aber, naja, auf Dauer, ne? Ihr wisst schon. Muss man das nicht haben. So, drei. Vier. Wie hoch ist denn der Turm? Fünf. Durch das Feuer sieht man es natürlich noch besonders schlecht. Aber, naja, was ist? Das ist. Sechs. Okay. Die scheinbar ist er unten noch ein bisschen breiter geworden. Unten sind die Ölquellen ein bisschen höher. Sieben. Okay. Wenigstens haben wir eine Ebene schon wieder abgetaucht. Ich dachte, es würde alles, sagen wir mal, in der oberen Quelle hängen, aber ich habe mich offensichtlich geirrt. Was? Nichtsdestotrotz haben wir wieder eins voll. Ja, das Doofe ist halt, ich habe keine Schaufel mit, ne? Oder sowas in der Art. Aber naja, okay. Wird schon werden. Ne? Mach wieder hier Dreier rein. Ich mach hier einfach eine Dreier Ölquellen. Dann kann hier nichts mehr brennen. Und wenn doch wieder alles auf einmal brennt, naja, dann hat irgendjemand das angezündet. So. Habe ich hier beschlossen. Aha. Lüdel. Eins. Und die nächste. Ich meine, eigentlich bin ich ja nur für die violetten Blumen hierher gekommen, ne? Aber wenn ich schon mal da bin. Zwei. Und drei. Oh yeah, ich spiele Feuerwehr. Gleich mal einen Screenshot gemacht. Vier. Voll die spannende Folge heute, was? Ah, das fehlt nicht. Ich könnte es zwar jetzt auch offscreen machen, aber wie gesagt, ich will ja gar nicht mehr so viel offscreen machen. Wie jetzt schon der Fall ist. Ganz verschwunden zu sein. Ja, okay. Drei haben wir drin sitzen. Hier haben wir... wo verschwindet das immer? Wer weiß. Was geht mich fremdes Elend an? Können die Lecks sein momentan? Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ist aber auch egal. So, hier. Ne, da war schon. Also wahrscheinlich, wenn ich das auf einem Block setze, wo schon was drin ist, verschwindet das einfach. Anstatt, sagen wir mal, sich nicht platzieren zu lassen. Schon wieder. Anstatt sich nicht platzieren zu lassen, verhaut es dann halt einfach ab. Toll. Ja, okay. Ab. Dann hier in die Mitte. So, dann müsste jetzt hier hinten, genau, drei Stück noch rein und dann hätten wir auch alles voll. Lululululu. Und dann hätten wir die nächste Runde sozusagen voll. Wären schon wieder welche. Also falls jemand Öl braucht, meine Freunde, hier gibt es eine Ölquelle jetzt nicht mehr. Aber hier gibt es noch ein bisschen. So. Mache jetzt trotzdem noch mal ein Dreier. Ich könnte zwar jetzt alles da reinsetzen und damit wäre es auch getan, aber wie gesagt, von Fall, dass es halt wirklich jemand braucht, ich will hier nichts verschwenden, dann machen wir das lieber so. Und noch einmal ran und noch einmal her und noch einmal zurück, denn das Leben ist sonst schwer. Hänge irgendwo fest. Das gab mir glatt den Rest. Ja. Auf jeden Fall, wir kommen ja schon sehr weit runter. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Sollte ich es in dieser Folge nicht schaffen, dann mache ich den Rest halt offscreen, damit ihr nicht noch mehr Brandmaßnahmen von mir sehen müsst. Aber gehört halt alles dazu. Flip. Und flip. Flip. Und flip. Flap. Dankeschön. Wo habe ich ihn jetzt? Voll die Orientierung verloren. Okay. Aha. Mhm. So, in der Mitte. Wo fließt es denn noch hin? Warum fließt es in die Mitte? Weil in der Mitte nichts war. Okay, deswegen. Ja, wo ist denn hier noch was? Da. Da, okay. Ich muss immer mal gucken, wo ich hier überhaupt noch was finde. Da war zum Beispiel schon voll scheinbar.
Schön, dass man hier durch Feuer einfach durch kann. Hat auch was, diese Rüstung. Aha, hier hin. So, eins noch. Und dann hätten wir das hier auch schon wieder voll. So, wieder die Orientierung verloren. Schlimm. So, okay. Die vier müssen dann jetzt auch reichen. Wir machen es nur so. Wir gucken mal, dass wir hier noch alles wegkriegen. Ich werde jetzt nicht nochmal ausheben. Aber einfach, dass das hier alles, was noch ist, mit hier rein. Weil, ich sag's mal so, wie es ist. Das braucht eh keiner. So. Hopp. Beziehungsweise ist es unwahrscheinlich, dass jemand mit dem Öl irgendwas anfangen will. Möglich ist es natürlich immer. Aber unwahrscheinlich nach wie vor. So, hier, jetzt haben wir wieder was. Schön, dass ich einfach mitten im Feuer stehen kann, ohne dass mir was passiert. Absolute Umweltkontrolle oder sowas. Oh, guck mal eine an. Ich hab offenbar sehr viel oder schon das meiste Öl habe ich weg. Das meiste Öl habe ich weg. Es verkugelt so. Toll. Hopp. So, hier, das Teil kann ich ja mal lassen. Das restliche müsste von alleine aufhören. Eigentlich. Jawohl, tut's auch. Dann haben wir hier einen Dingens, den hau ich mal hier noch mit hin. Okay. Soweit, so gut. Hier haben wir noch ein Stückchen Ölquelle. Ich lasse das mal da. Und damit ihr wisst, wo es war. Ne? Falls ihr was braucht, wisst ihr, wo ihr her müsst. Okay, ich wollte, die zwei mystischen Blumen habe ich. Deswegen gehen wir mal zurück und machen mal das Teil fertig. Die Wachstumsanzeige, die ich eigentlich bauen wollte. Als nächstes baue ich trotzdem den Dingenszüchter, denke ich mal. Weil der halt keine Energie braucht. Und ich brauche, ja, ich finde es toll, wenn er keine Energie braucht. Deswegen, ne, brauchen wir den. So, halt. So. Bumm. Bumm. Die dumm, die dumm. Wachstumsanzeige, das ist doch violett, ne? Violette Blume. Müssten eigentlich gehen. Gut. Samen. Violetter Farbstoff, violettes Blumenpulver, violetter Honigknopf, violette Blume, violetter Honigknopf, Farbstoff. Da drüben war was. Na komm. Samen der violetten Fernlilie. Mystisches violettes Blumenblatt geht nicht. Kann ich dich hier zu Blumenpulver noch zu verwursten? Geformte Herstellung wahrscheinlich nicht. Hier. Stößel und Mörser. Okay, das kriegen wir hin. Also, ne, so. Stößel und Mörser. So. Und so. Haben wir einmal. Das reicht auch. So, so, so. Und dann gehen wir nochmal auf Violett. Violett. Da. So, so. Jetzt aber. Okay. Und jetzt nochmal. Wachstumsanzeige. Da ist sie. Jetzt aber fertig. Sehr gut. So weit, so gut. Ich weiß gar nicht, wo ich das Ding aufbauen will, aber ist egal. Wir brauchen ja eh noch den Züchter. Futterstation. Ich meine eben trotzdem, die habe ich ja gesagt. Dazu nehmen wir goldene Karotten, die Stahlplatte. Da brauche ich eine Walzmaschine für. Na gut, dann machen wir schnell noch die Walzmaschine. Walzmaschine wird ja nicht so teuer sein. Ja, Kleinkram. So, was ist in der Mitte? Irgendeine Werkbank. Okay. Haben wir irgendeine Werkbank in der Mitte? Holz. Holz. Du willst, dass der halt nie einfach irgendeine Werkbank nimmt, sondern halt musst immer eine bauen. So. Also. Walz. Maschine. Da ist sie. Ja. Wunderbar. Walzmaschine haben wir auch. Ich stelle die mal hier ran. Bam. Okay, dann brauche ich Stahl, 3-4 Stück, ne? Stahl. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dankeschön. Bitteschön. Das war die Wachstumsanzeige. So, hopp. Nein! Da war was irgendwie ein bisschen schnell. Dueling, ne, Generator, ja, ehrlich gesagt, kann ich eigentlich fast weglassen. So, dann Walzmaschine alles hier hin. Bim. Und so, 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 so. Nur dann mach mal. Dann haben wir gleich vier Plättchen. Schön, Dankeschön,
Bitte schön, Futterstation. Futterstation. So. Karotten habe ich welche im Lager. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und so. Und ab dafür. Da ist er. Sehr gut. Ich muss nur noch gucken, wo setze ich die ganze Geschichte hin, dass das halt auch ein bisschen vernünftig aussieht. Ich würde die eigentlich gern draußen haben. Weil sieht halt besser aus. Aber die Frage ist, wohin? Eigentlich hier an die Seite. Andererseits baue ich sie vielleicht doch runter. Ich bin mir noch unentschlossen, ne? Weil hier den Platz, da wollte ich eigentlich so eine Art Garten draus machen oder so eine Art Terrasse und sowas in der Art. Wenn ich das Ding jetzt unten hinsetze, ist vielleicht besser. Ist vielleicht besser. Deswegen werden wir das wohl unten hin machen. Wohl oder übel. So. Und zwar sehr wahrscheinlich auf diese Ebene hier. Entweder hier mit in die Nähe, vielleicht da hinten hin. Wäre eine Idee. Dann müsste ich hier die Ebene aber auch noch ein bisschen erweitern. Und ja, das sollte aber auch kein Problem sein. Oder ich mache das hier hinten irgendwo hin. Gehe hier quasi eine Ebene runter. Und baue das hier hinten hin. Das wäre auch eine Idee. Kann ich mir ja überlegen. In der nächsten Folge oder eben in der nächsten Aufnahme. Denn gesagt, für heute reicht es erstmal. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.